Aloha zusammen und ich begrüße euch recht herzlich zurück im My Career Modus mit Episode Nummer 40. Ja, 40 Folgen haben wir schon in dieser Serie und es geht immer noch ganz gerade auf die Playoffs zu. Sind nur noch ein paar Spiele übrig und apropos Spiele, heute gibt es wieder zwei an der Zahl. Einmal gegen die Pelicans, das sehen wir gerade im Hintergrund, und einmal gegen die Lakers. Und ja, bei den Pelicans spielt ja der Ellis, mein Rivale. Und ich habe mal die Cutscene am Anfang rausgeschnitten, denn es ist prinzipiell immer das Gleiche, wenn man sich ein paar Mal getroffen hat, wiederholt sich das Ganze immer wieder. Diesmal ging es darum halt, wer das Spiel gewinnt, der hat auch die Wette gewonnen. Und wir richten anfangs unseren Blick erstmal auf die realen Playoffs. Und drei Spiele habe ich vorbereitet, wobei eins davon hatte ich gestern schon leicht erwähnt, da hatte ich aber noch keinen Einblick auf die Highlights, und zwar die Clippers gegen die Golden State Warriors. Und da wurde die Serie ja ausgeglichen, habe ich ja gesagt, 2-2 da der Stand. 97 zu 118 haben die Warriors gewonnen mit einem überragenden Steph Curry. 33 Punkte hat er gemacht, hat er zur Halbzeit schon eine unglaubliche Anzahl an Punkten. Und dann hat er noch ein Career High in den Playoffs aufgestellt. 7 Dreier hat er versenkt, also die Punktzahl zur Halbzeit kam nicht von ungefähr. Auf der anderen Seite Jamal Crawford mit 26 Punkten, der Scoring-Leader der Clippers. Aber es hat nicht gereicht. Wahrscheinlich hatten die Clippers halt noch die ganze Geschichte mit ihrem Besitzer im Hinterkopf. Das hatte ich ja in der gestrigen Folge erklärt. Aber wie dem auch sei, da steht es 2-2. Erwartend eng bei dieser Partie. Weiter geht's mit Raptors gegen Nets. Da haben die Jungs aus Toronto ausgeglichen. Da steht es jetzt auch 2-2. Das Spiel ging 87 zu 79 aus. Also Low Scoring eigentlich, also geringe Punktezahl da, wahrscheinlich durch harte Defense. Ich habe mir halt die Zusammenfassung angeguckt, und wobei ich muss zugeben, wenn man bedenkt, dass die Raptors im dritten Viertel eine Ausbeute von 5 von 21 hatten, also die haben von ihren 21 Versuchen nur 5 Stück gemacht, dadurch kamen die Nets dran, aber im vierten Viertel haben dann Laurie und DeRozan aufgedreht. Laurie mit 22 Punkten, DeRozan mit 24, und so steht es jetzt auch da drüben, 2-2, verspricht auch noch richtig, richtig interessant zu werden. Und dann gehen wir ins letzte Spiel, Trailblazers gegen Rockets, und diesmal ging es wieder in die Overtime, das dritte Mal. Und die Trailblazers haben gewonnen. Es steht 3-1 da drüben. 123 zu 120. Damit wäre das nächste Spiel ein Elimination Game. Und die Chance für die Trailblazers, eine Runde weiterzukommen. Überraschend für mich, wenn ich ehrlich bin. Die Rockets eigentlich immer stark in den Spielen bis jetzt gewesen. Aber hätte nicht gedacht, dass die Trailblazers so dominant sind. Besonders Aldridge hat wieder gezeigt, dass es drauf hat. 29 Punkte hat er gemacht. 10 Rees, also Double-Double perfekt. Das hätte aber auch ganz anders ausgehen können. Die Rockets hätten auch als Sieger vom Platz gehen können. Gegen Ende hat es dann irgendwie nicht gereicht. Ich gebe euch mal eine Zusammenfassung der letzten 10 Sekunden in der Overtime. Also passt auf, es stand 117 zu 121 für die Trailblazers. Also 4 Punkte Abstand. Und dann nimmt Troy Daniels einen Dreier. Wird gefoult, also 3 Freiwürfe für ihn. Und der macht die eiskalt rein. Das ist erst sein zweites Match in den Playoffs. Er hatte ja im letzten Spiel diesen besonderen Dreier. Wie gesagt, macht alle drei rein. Es steht 120 zu 123. Danach, weil die Rockets halt gefoult haben und Matthews ging an die Linie bei 7,9 Sekunden. Und dann hatten die Houston Rockets natürlich die Chance, mit einem Dreier wieder auszugleichen. Eventuell dann in die Second Overtime zu gehen. Ja, und dann ist es halt passiert, was ich meinte, mit das hätte auch anders ausgehen können. Denn Patrick Beverley rennt den Court Richtung Trailblazer-Korb, aber verursacht dann Turnover, verliert den Ball, und schlussendlich machen die Trailblazers den Sack dann zu, machen mit einem Dunk den 5-Punkte-Abstand perfekt und damit auch den Sieg. Ja, wie gesagt, gegen Ende hätte es auch anders ausgehen können. Patrick Beverley hier der Leidtragende. Und so müssen jetzt die Rockets im nächsten Spiel halt aufpassen, nicht rauszufliegen. Mit einem Sieg natürlich wieder versuchen dran zu kommen, aber es bleibt alles abzuwarten. Und das war's erstmal für die Analyse, für die gestrigen Spiele. Gehen jetzt hier ins Gameplay rein. Wir sind immer noch dran gegen die Pelicans im vierten Viertel. Und die Pelicans führen leider Gottes mit knapp 10 Punkten. Durch das Zuspiel von mir auf der Marcus Cousins sieht es wieder ein bisschen besser aus. Aber wie gewonnen, so zerronnen. Bei 7 Minuten noch im vierten Viertel sind es wieder 9 Punkte Abstand. Dann vergibt allerdings Anderson einen ganz weiten Dreier. Ich schnapp mir den eigenen Re und dann kommt dieses
geniale Zuspiel, habe ich das gefeiert, als ich das gespielt habe. Wir gucken uns das nochmal in der Wiederholung an. Also ich schnapp mir den eigenen Re am eigenen Board, dann der Fastback über die rechte Seite, Hubstep, zwei Spieler gebunden und dann dieser No-Look-Pass hinter mir. Und Gay cuttet da auch perfekt rein, also da hat wirklich alles gepasst, komplett geniales Zuspiel. Und ich bin so froh, dass das funktioniert hat, denn Anderson hat da nicht richtig aufgepasst in der Defense, hätte da die Hände oben gehabt, wie Gordon auch, dann hätte ich wahrscheinlich Probleme gekriegt. Aber so hat es Gott sei Dank funktioniert, genau wie dieser Midrange Base Jumper für mich. So sind wir wieder 5 Punkte rangekommen, switchen dann aber weiter fast in die Crunch Time, 4 Minuten noch, 6 Punkte Abstand. Und ich ging jetzt natürlich irgendwie auf Punkte machen, am besten über 3. Hier hat es geklappt, obwohl die Defense ganz nah dran war. Jackson Ellis hatte die Hand da fast am Ball. Aber wie gesagt, es hat Gott sei Dank geklappt. Und dann noch knapp 50 Sekunden im vierten Viertel. Bin hier im Post, finde Derrick Williams. Und der Typ ist erschöpft und haut dann diesen Dreier rein und gleicht aus 116 zu 116. Aber die Pelicans im Gegenzug mit 2 Punkten auf ihrer Seite. Und noch 35 Sekunden. Ich schnapp mir den Ball, bereite den Angriff vor, schnapp mir den Screen von Williams, zieh in die Zone und dann dieses Teil gegen Anthony Davis, sogar mit Foul, ganz, ganz wichtiges Teil. Geh an die Linie, kann uns so eine essentielle Führung holen und das tue ich auch. Ein Punkt vor, jetzt bei 26,8 Sekunden und jetzt bleibt abzuwarten, was die Pelicans machen, ob die den Angriff schnell ausspielen oder ganz auskosten. Ich meine, das wird nicht der letzte Angriff sein. Holiday zieht in die Zone an mir vorbei, Gott sei Dank kommt die Help Defense. Ellis dann mit dem Pass nach außen auf Aarons, der mit den Jump Steps, Holiday mit dem Dreier, Gott sei Dank geht das Teil nicht rein. Thornton holt sich den Re. Ich warte nur, dass ich den Court absprinten kann, aber dann dieser Überblock von Drew Holiday. Aber Gott sei Dank reicht es dann nicht mehr für die Pelicans, denn das Inbound-Play funktioniert bei uns nicht, aber die Sekunden gehen trotzdem drauf. So gehen wir mit einem Punkt Abstand als Sieger vom Platz. Ganz, ganz heikles Thema hier. 1272 WC für mich. Unfassbar kniffliges Spiel gegen Ende. Ihr habt es ja gerade live verfolgen können. Hätte auch wie bei den Rockets in die andere Richtung ausgehen können. Aber manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Diesmal waren wir die Glücklichen. I'm not sure if you're aware, but tonight marked your 50th straight game, scoring in double digits. That's more than half a season and a pretty remarkable display of consistency. What's been the key to such a long run? Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber Sie haben heute zum 50. Mal in Folge zweistellig gepunktet. Das ist mehr als eine halbe Saison, eine erstaunliche Konstanz. Was war der Schlüssel zu dieser langen Serie? Ja, also ganz ehrlich habe ich mir darüber eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Ich habe einfach nur gespielt und deswegen sage ich, ich habe einfach auf den Coach gehört. Man, that's great. I gotta thank Coach for continuing to call my number. I just try to listen to his instructions and go out there and execute. When we all doing that, good things happen. And that's what creates streaks like this. Any one of these guys could have done it too. It just happened to be me this time, you know? Ja, ja, immer diese Standardfloskeln, aber ich bin manchmal echt ein großer Fan davon. Wobei manchmal beim Fußball nerven die mich schon, also das ist immer so ein Zusammenspiel, muss man in der Waage halten. Aber wie dem auch sei, das ist nur ein Randschauplatz. Wir gehen nämlich jetzt ins zweite Match gegen die Los Angeles Lakers, die ja nicht in den Playoffs vertreten sind mit ihrer verkorksten Saison. Der Coach ist ja auch weg. Und momentan werden sogar Gespräche geführt für Jackson, der Owner. Der hat, glaube ich, mit Steve Kerr ein Gespräch geführt, ob er denn der Coach werden soll. Also da ist einiges im Gange. Bin mal gespannt. Die Lakers werden auch einen hohen Pick bekommen für den Draft. Auch da alles sehr interessant, aber wir sprechen darüber, wenn es soweit ist. Ich erwähne ja sowieso immer so oft den Draft. Ich kann mich selbst kaum noch reden hören, aber wir gehen einfach mal ins Match. 12 zu 18 für uns. Die Hälfte des ersten Viertels ist vorbei. Dann kommen wir perfekt zu dieser Szene, nämlich Derrick Williams mit dem verdammt heftigen Alley-oop-Dunk, für mich dann ein Assist, aber plötzlich kamen die Lakers wieder dran, 19 zu 20, ich habe derweil 4 Punkte, 3 Assists und 2 Rebounds, Derrick Williams dann wieder im Fokus, diesmal macht das von außen in beiden Spielen unfassbar gute Dreierquote, gar nicht gewohnt von dem Typen, meistens macht er von gefühlten 10 2 rein.
Aber so konnte ich ein paar Assists bekommen. Hier punkte ich mal selber die Zone ganz frei durch die Double Screens. Komme da mit beiden Händen reingeflogen. Ist jetzt nicht mein Lieblingsdunk, aber die Punkte kommen trotzdem auf mein Konto. Aber dann fing ich an, ein bisschen zu straucheln. Guckt euch mal meine Wurfquote an, 40%. Hier spiele ich zwar mal den Blake schwindlig, aber das ist echt mal nur so ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen bis hierhin. 42% die Wurfquote, also immer noch nicht bedeutend besser. Sind jetzt auch schon ja in der zweiten Hälfte des zweiten Viertels, sprich die Hälfte ist schon vorbei. Und hier konnte ich wieder punkten und konnte so meine Wurfquote auf 50% schrauben. Hier agiere ich mal in der Defense sehr, sehr gut. Und wir konnten uns auch leicht absetzen, trotz meiner Schwierigkeiten in der Offense. Und finde dann Rudy Gay, hätte eventuell durch den Stepback den Dreier nehmen können. Aber ich hatte das Gefühl, durch die verkorksten Würfe von mir hatte mein Spieler jetzt nicht so viel Feuer gecatcht. Sprich, ich war gar nicht warm. Deswegen habe ich dann lieber Rudy Gay angespielt. Das war auch gerade die richtige Entscheidung. Und Rudy Gay steht dann wieder im Fokus, diesmal als Passgeber auf mich. Mit dem Alley-Oop-Pass und ich dann mit dem Reverse-Dunk. Das sah sehr sexy aus. Nimm die Punkte auch gerne mit. Schraub meine Wurfquote so auf 55%. Allmählich nimmt das hier ein bisschen Gestalt an. Rudy Gay da mit dem verkorksten Dreier. Ich schnapp mir den Re gegen die beiden Big Men. Total geil. Und leg das Ding dann in Center-Manier rein. Und das war meine letzte Szene in der ersten Hälfte. Gehen dann in den Halbzeitbericht. Trotz strauchelnder Wurfquote, 14 Punkte habe ich auf meinem Konto, bin auch der Scoring-Leader, gehen dann in die zweite Hälfte, starten wieder mit mir am Ball und Steve Nash, ja, der küsst dann den Boden mit dem Ankle-Breaker und ich zögere dann nicht lange, um den Dreier reinzuhauen. Hier, dieser Move hat ihn gekillt, der Crossover. Und der Steve Nash, ich weiß nicht, ist das Breakdance, was er da macht? Guckt euch das an, wie er versucht, sich abzustützen. Absolut geil. So ein Ententanz. Ja, und ich schließe dann mit den Dreier ab. 17 Punkte. Und wir konnten konstant unsere Führung halten. 10 Punkte. Und dann befinden wir uns im Post gegen Paul Gasol. Boom! Gegen beide Big Men. Kamen kam dazu. Keine Chance, mich da zu stoppen. Was für eine Explosion aus dem Post. Und was für eine Hangtime. Habt da beide Big Men übersprungen. Plus Foul, hat richtig gescheppert, richtig geil und der 3 geht auch noch rein. Schön abgerundet, 13 Punkte vor durch diesen Spielzug. Und bei noch knapp 4 Minuten im dritten Viertel sind es wieder 10 Punkte. Aber wir konnten uns trotzdem permanent komfortabel von den Lakers absetzen. Hier mit dem Dreier Swaggy P aka der Nick Young. Da ziemlich schwindlig gespielt und der Dreier rundet meinen Spielzug ab. Hier gute Defense gegen Kamen. Also ich habe einige gute Szenen gegen die Big Men gehabt von den Lakers. Und gucken wir uns jetzt den Punktestand an bei noch knapp 8 Minuten im Spiel. Kann man konstatieren, dass wir den Lakers allmählich weggerannt sind. Also unsere 10-Punkte-Führung, die wir lange Zeit gehalten haben, konnten wir dann in der entscheidenden Phase des Spiels, sprich dem vierten Viertel, nochmal verdoppeln. 20 Punkte waren wir weg, jetzt sogar noch mehr, 22. Und dann finde ich Rudy Gay auf dem Fast Break. Ja, wie gehabt ist das eingespielt, wie weiß ich nicht was. Und Rudy Gay dann mit den Punkten. Und so kommen wir zur letzten Szene des Spiels bei 94 zu 118. 22 Sekunden noch. Rudy Gay findet mich durch einen ziemlich komischen Spielzug, aber ich regel das dann ganz alleine im Post. Mit ganz viel Dusel fällt das Ding schlussendlich in den Korb. Und wie gesagt, das war die letzte Szene. Und lange Zeit komfortabel geführt und dann förmlich im vierten Viertel explodiert. So haben wir den Lakers keine Chance gelassen. Ich bekomme 2728 USC, da es gegen die Lakers immer ein Schlüsselspiel ist. Und die Anzahl USC gefällt mir richtig, die nehme ich mit. Und das war's für die Episode. 2 Spiele haben wir gesehen. Die Playoff-Analyse für die gestrigen Spiele habe ich auch hinter mich gebracht. Morgen geht's dann weiter mit My Career. Wieder 2 Spiele, wieder die Analyse. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet dann in der nächsten Folge wieder ein. Ciao und macht's gut.